Ajo. Ja, also ich bin begeistert, muss ich sagen. Erste Mal auf einer Expo und dann in China. Das ist schön, denke ich, erstmal irgendwie ein Ereignis, was ich setzen muss. Und das, was ich gesehen habe, ist ja sicher nur ein Bruchteil von dem, was hier aufgebaut ist. Beeindruckt mich außerordentlich. Ich denke, dass hier viel Kraft von den Chinesen reingelegt wurde, erstmal das Gelände herzurichten, natürlich mit den Ländern, die sich hier beteiligen, um also eine Expo 2010 zu schaffen, die letztlich China als sozialistisches Land in der Welt repräsentieren wird. Und ich denke, das gelingt hundertprozentig, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Wenn man noch daran denkt, dass also dieses Gelände später, wenn die Expo vorbei sein wird, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder anderweitig genutzt wird, auch wenn vieles abgebaut wird und in das städtische Geschehen eingebaut ist, ist das, glaube ich, für die gesamte Stadt Shanghai auch ein ganz, ganz wichtiges Unternehmen für die weitere Entwicklung dieser wunderschönen Stadt, die wir ja auch hier sehr, sehr umfangreich kennenlernen konnte. Also in dem Sinne, tolle Sache, und man kann der Eröffnung am 1. Mai eigentlich nur viel, viel Erfolg wünschen. Danke. So.